Liebe Waldbesitzer und Waldfreunde, heute zeigen wir euch ein neues Video zum Thema Tannentrieblaus. Das war ein Userwunsch und wenn möglich kommen wir dem Wunsch gerne nach. Wenn ihr bei der Gelegenheit auch besondere Wünsche habt, schreibt uns Kommentare, sagt uns das und dann werden wir versuchen, eure Wünsche zu erfüllen. In diesem Video geht es um die Tannentrieblaus. Wie schaut das Schadbild aus? Wo kommt die Tannentrieblaus überhaupt vor? Welche Bäume sind betroffen? Und wie können wir diesen Schaden bekämpfen? Ja, die Tannentrieblaus ist immer wieder mal, kommt die vor. Und wir wollen jetzt einfach zeigen, was ist die Tannentrieblaus. Also es ist im 19. Jahrhundert bereits die Nordmanns-Tannentrieblaus eingeschleppt worden, im Grunde genommen. Und die befällt eben auch unsere Weißtannen und vor allem jüngere Tannen. Also Kulturen, aber auch wie hier eine Naturverjüngungstanne, sind genauso betroffen. Das ist natürlich so, die Läuse, die machen die Eiablage meistens so im Frühjahr, April. Und dann im Mai wird kräftig an der Nadelunterseite der Tanne gesaugt. Das Schadbild ist dabei so, dass die Tannennadeln sich nach unten biegen und das schaut bei den jungen Tannen so wie ein Bürstenwuchs aus. Das sieht man sofort, da sind einzelne Tannen stärker, andere weniger stark betroffen. Also das Bild ist vor allem im Frühjahr, Mai, Juni sehr stark zu sehen. Da bitte die eigenen Tannenkulturen und auch Naturverjüngungsbestände mal anschauen und schauen, welche Bäume stark oder minder stark betroffen sind. Im Übrigen, wenn euch dieses Video gefällt, könnt ihr gern uns ein Like geben. Ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren. Und wir haben auch eine besondere Mitgliedschaft im Patreon. Einfach, wir freuen uns über eure neue Mitgliedschaft. Das ist für beide Seiten gut. Und einfach einmal vorbeischauen. Die Tannentrieblaus kommt immer mehr vor. Das hat damit zu tun, dass die Waldwirtschaft ja vor große Herausforderungen steht, auch die Tannenwirtschaft. Der Plan, dass man die Tanne lang unterm Schirm hat oder hält, das ist gar nicht so einfach. Es kommt einmal ein Windwurf, ein Käfer oder wie auch immer was dazwischen, sodass verstärkt Auflichtungen des Bestandes entstehen. Und diese Auflichtungen fördern auch den Läusebesatz. Das heißt, alles dort, wo es wärmer wird, das gefällt den Läusen auch. Oder auch, wo der Wind stärker reinpfeifen kann, das ist eine natürliche Entwicklung. Da werden diese Läuse und diese Tannentrieblaus gefördert. Die befällt vor allem die Weißtanne und da gilt es einfach zu vermeiden, dass die Tanne auf eine Freifläche kommt, also ganz wichtig. Oder auch vielleicht die Kultur nicht ganz so stark ausmähen, weil alles das, wo die Tanne frei steht, ist der Befall besonders hoch. Wenn aber jetzt das Kind ins Wasser gefallen ist, man hat so einen Tannentrieblausbefall, dann stellt sich natürlich für die Waldbesitzer die Frage, wie kann ich den bekämpfen? Und da ist die Bekämpfung ist nicht so einfach. Das heißt, erst einmal beobachten und dann im Winter einfach die starken, befallenen Stämmchen rauszunehmen. Das macht einen Sinn. Die weniger befallen würde ich erst einmal lassen, weil man einfach hier einfach die Entwicklung abwarten muss. Im Vergleich zu früher, wo man sagt, bis zu 2-3 Meter wurde die Tanne befallen, dann tut sich das irgendwie wieder verabschieden. Das kann man heute nicht mehr so sagen. Also natürlich, die ersten 4 Meter ist die Tanne besonders betroffen, aber auch ein bisschen später, bis zum Stangenalter, kann noch Tannentrieblausbefall vorherrschen. Und das führt tatsächlich bis zum Absterben der Tanne. Also das muss man eindeutig bekämpfen. Aber nicht im Frühjahr und im Sommer, wo einfach dann zu viel Bewegung da ist, wo man dann eigentlich mehr kaputt macht, als es sinnvoll ist. Erst im Winter, wenn dann im Prinzip der Befall sich total herauskristallisiert hat, dann kann man sagen, okay, die einzelnen Bäumchen tausche ich aus.
Und wenn das gar nicht geht, einfach vermeiden, dass man auf eine Freifläche eine Tanne anbaut, sondern die Tanne wirklich unter Schirm anbaut. Und dann kann man diesen Tannentrieblausbefall auch in dem Fall vermeiden. Und man hat viel weniger Risiko, dass man von diesem Schädling heimgesucht wird. Viel Freude im Wald.